Hast immer noch mit deinem Rücken zu kämpfen, ne? Stefan, musst du ab und zu mal dich hinlegen und Pause machen, oder wie? So, da ich jetzt verfolgt werde, kann ich gerade aktuell nichts machen, weil die Cops hinter mir her sind. Von wo sind wir denn gekommen? Sind wir nicht von Boulder Blade in der Nähe gekommen? Ne, warte mal, von hier sind wir gekommen, ne? Da reiten wir jetzt einfach mal hin. Ein Verbrechen wurde gemeldet? Ich habe nichts gemacht. Was zum Teufel? Sie sind über den Acker geritten. Das ist ein Verbrechen in diesem Staat. Deswegen werden sie jetzt gesucht und wenn wir sie finden, werden sie gar aufgehangen. Also, hä? Was zum Teufel ist da gerade passiert? Kann mir jemand sagen, was hier gerade passiert ist? Weiter geht's zum Orthopäden, dann sehen wir weiter. Wenn der Doc dem zustimmt, was ich denke, dann brauche ich auf Malore keinen Stapler mehr fahren. Aber Stapler fahren geht doch noch, oder? Ist schwere Gegenstände durch die Gegend tragen nicht schlimmer? Stefan will schon wieder alles töten, ne? Manchmal ist es in Mission besser, alles umzulegen. Auch rein. Danke, dass du da warst, Leo. Bis demnächst. Wir können auch mal wieder, wenn du mal irgendwann Bock hast, Tom Clancy's Rainbow Six spielen. Da ich nämlich... Was habe ich denn? Tom Clancy's Wildlands, nicht Rainbow Six. Weil ich doch da diesen Patch runtergeladen habe. Ich glaube, dass ich da auch dieses... nochmal zwei Missionen extra bekommen habe. Können wir gerne nochmal zocken, wenn du möchtest. Wenn dir der Sinn danach steht, natürlich. Jetzt muss ich extra bis da reinlatschen? Oh, ich bin auf der falschen Seite. Weißt du, was der Kater gemacht hat? Er hat meine Szene gelöscht. Er ist auf die Tastatur gestiegen, hat gleichzeitig Entfernen und Enter gedrückt und hat meine Szene rausgeschmissen. Ich musste alles neu einrichten gerade. Ein Träumchen. Kann ich nicht rüberspringen. Warum nicht? Als ob du Rainbow Six hättest, Leo. Als ob. You got my money? Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Sure. But it'll cost you. I can't be bothered. Here, take it. Oh, thank you, Arthur. You'll... Thank you. My God. What a woman. She's... This'll get her killed, for sure. What? Women's suffrage. Around here, they don't even like men voting. They'd bring back the monarchy, given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they're gonna... They'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before. Mister, you gotta help. No, I'm afraid I don't want no part of it. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Just no more running around with letters. Thank you. Come on. We better get going. So, ich habe natürlich hier ein bisschen Mist gelabert gerade, beziehungsweise gar nicht, weil ihr habt mich nicht gehört. Weil mein Kater nämlich auch die Shortcuts rausgelöscht hat. Weil die Szene ja weg war, kann ich meine Kamera nicht mehr ausblenden. Das muss ich jetzt mal kurz einstellen. Ich, Alter, er hat alles gelöscht.
Müsste eigentlich halt F6 sein. So. Und wo ist mein Videoaufnahmegerät? Da. Geht wieder. Sehr schön. So. Gas und Bremse. Ach, dein Bein ist ja auch halb eingepennt. Stimmt, da war ja was. Den Nerven. Ja, damit kannst du natürlich keinen Stapler fahren. Damit kannst du weder vernünftig laufen noch Stapler fahren. Ach Leo, du hast sogar Rainbow Six. Alles klar. Hast du es mal aktiv gespielt? Hätte ich dir gar nicht zugetraut, dass du das zockst. Das Problem ist, du kannst den OBS nicht öffnen, wenn du sicher bist, dass die Katze irgendwo pennt, weil sobald meine Freundin ins Bett geht, kommt der nämlich angeschossen. Und dann legt er sich hier hin. Normalerweise klappt das auch alles vernünftig. Also das hat er bis jetzt noch nie gebracht. Und normalerweise sorge ich auch dafür, dass OBS nicht im Vordergrund liegt. Aber diesmal habe ich gepennt. If we don't get there in time, my true love may be shot. If she wants to rally, gotta let her rally. Good as the cause is, I can't let her become a martyr to it. I want to marry a flesh and blood woman, not a statue in her honor. I'm sure they know what they're doing. There they are. Ah, Frauenwahlrecht und so. What are you doing here? I cannot let you go through with this. Das geht schief. Killed. I'm prepared to die for the cause, Bo. You know that. Do something, please. Do what? Fight this mob? We must begin. They need me alive. This is no laughing matter, sir. They need protecting from certain elements. Mostly my family. Penelope, I beg you. I'll tell you what. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Sure. Miss Calhoun. Miss Calhoun. My friend here says he can drive the wagon. Well, Olive Calhoun. Normally I like to drive myself, but today I feel like a man joining us sends the right message. Well, I ain't never been in a protest march before, madam. Well, just treat us like the sheep and the folks attacking us like the wolves, and I'm sure you'll feel right at home. Shall we go? All right, ladies. We know our song is a good one, and we oh know nein, our sing, cause nicht sing. Is a pure one. Yes, ma'am. Let liberty oh nein. reign. We're mothers, wives, ach, du Schande, auch das noch. Take us down Main Street, right through town to the steps of the Bank of Roads, Mr. What was your name? Arthur Morgan. Very good, Mr. Morgan. Not too quick and not too slow. We need them to hear our voice. Well, they'll hear it all right. Very good, Mr. Morgan. Are you an old friend of the movement? Oh, man. I'm just a driver, Mrs. Calhoun. Maybe a shotgun messenger if it comes to it. I hope it won't. Langsam kann ich gar nicht reiten. Will be delivered peaceably, Mr. Morgan. You can keep your shotgun to yourself. Stay on Main Street. It's a left up here, Mr. Morgan. Look at these people. It's about to get exciting. I can feel it. Das wird sehr spannend werden, glaube ich. Good day, Sheriff. I trust you'll make sure it's a peaceful assembly. Es ist eine Sünde, dass es Frauenwahlrecht geben soll. Gut, dass wir aufgeklärt da sind. Mr. Morgan, I give you the male of the species. That's a pretty dumb specimen, I grant. A little further, please. Du würdest noch mal spielen, Leo, mit Noobs wie dir? Those are the steps, Mr. Morgan. Stop in front there, and then all you need to do is listen. Ladies? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Go home! Shut your mouth! What the hell is going on? Well, I'm here! Oh my God! Shit!
cause all this trouble. You don't even know what you're talking about. Ladies and gentlemen, yeah. This is a great day for all of us. Yeah. For today is the day we begin to live as equals. Equals! Ah. Yes, equal, sir. Fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Yeah. Fair, equal, and free, just as the Founding Fathers intended. Yeah. Yeah. Founding Fathers, not Founding Mothers, you silly old goat. Philosophy dependent on biology. That escalated quickly. What are you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to the speech. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. Shh. What are you doing here? Listening, I suppose. Go help Bo. His cousin is a moron. Stop them from ruining the speech. You need to learn yourself some manners, cousin. Haven't you got anything better to do? Well, you always was Bo, a cucky little... Bo, weren't we just leaving? Who the hell is this? Follow me, Ronnie. Oh, what? You'll hit me? Come on. Jetzt gibt's gleich ein paar Ausfresse. Ich weiß nicht mehr, wie man kämpft, ne? Let's go. Quick now. We are all Americans. Das schnell laufen bei ihm? We gotta go before they think twice. Oh, Lord. Follow me, I know a place. It's an old battlefield no one goes to. Sind sie gerade verschwunden? You don't want to go back and hear the speeches? I ain't voted before, but kind of getting hot for voting. Euer Kater frisst weiße Kabel an, Stefan. Kurioserweise haben wir ein befreundetes Pärchen, wo die Katzen es selber machen und unser lässt Kabel Gott sei Dank in Ruhe. Everyone knows about Penelope and you. I know about Penelope and you, and I've been here all 10 minutes. Sooner it's out, sooner it's resolved. The sooner it's dealt with, you mean? We're dealt with. Our families, the Greys and the Braithwaites, we bury our secrets, and we bury them deep. Your secrets and your treasure. You know, Catherine Braithwaite's got a daughter. No one's seen her in years. She weren't right, you know, and Penelope said... I ain't heard about daughters. I heard about gold. But Yankee gold? I fear that's just a story, Mr. Morgan. But I don't know. Ach so, ihr habt eine Katze, sorry. Ich bin immer gewohnt, Kater zu sagen jetzt. This is awful! Nobody died. Ain't that awful. My cousins are vindictive bastards. My brothers are vindictive bastards. My cousins are worse. They started it. I know, but... You should leave. I will, as soon as I have enough money. When my family... We have money, but I don't. Is your family very rich? Yes. Well, I believe so. But, they keep me out of the discussions. I have more of a... Artistic temperament, so... Oh, is that what they call it? Yes. Oh, you made a joke. Hmm. I really love her. I do. Well, stick around. Maybe you can die for her as well. I thought you were trying to make me feel better. Look, I gotta go. Me too. Oh, damn! I'm gonna be late. My uncle is quite as bad as you would imagine. Here, your payment. Thank you. Excuse me. Das war jetzt gar nicht so schlimm. War kein umgebracht, Mensch. Hat man nichts mit Tod und Verderben zu tun gehabt. Das haben wir auch selten in diesem Spiel, muss ich sagen. So. Wir haben zwei Missionen. Einmal ihn hier. Ihn hier, sie. Molly will mit mir sprechen. Ich mache die Dutch-Mission eigentlich immer am Schluss, weil die meistens dafür sorgen, dass man in der Story weiterkommt und ich will eigentlich alle Quests durchspielen. Und deswegen machen wir jetzt erstmal Molly. Das war übrigens für die, die nicht letztes Mal dabei waren, die das Gameplay noch nicht gesehen haben, die Durchgeknallte, die einfach mal so das Feuer eröffnet hat. Yep.
als ich mit dem Wagen durch die Gegend geritten bin. Oder gefahren bin, besser gesagt. Mit dem Wagen reitet man ja nicht. Die Katze ist schon wieder hier. Der Kater. Lyrian, bitte. Trampeln Sie doch hier nicht so rum. Ich sehe schon wieder kommen. So. Da habe ich mal die Maus woanders geparkt. Ja. Das ist eigentlich Tabakfelder, wo ich durchreite, ich glaube, ne? Glaube ich nicht so gut, wenn ich hier die Ernte zerreite. Vielleicht kann ich mir davon was einstecken. Gucken wir mal. Nein, ist leider nur Zierde. Ich feuer generell auch auf alles, was sich bewegt, aber manchmal halte ich auch Ausschau und guck, ob es vielleicht doch Menschen sind, die man vielleicht nicht erschießen sollte oder keine Ahnung. Also bei dem Spiel ist generell so, dass ich nur auf die schieße, die auf mich ballern. Zum Beispiel gucke ich auch immer auf die Karte, wo es gibt ja hier immer Wildtiere zu jagen und ich jage eigentlich nur die Wildtiere, die Könige, sag ich mal. Oder die Alpha-Tiere in dem Fall. König ist vielleicht falsches Wort. Was ist denn hier? Okay, there. So. Hier ist schon mal viel wert, dass ich nicht direkt angegriffen werde, aber hier ist auch gerade keiner. Irgendjemand ist hier, den ich kenne? Bin ich blind oder was? Hier unten am Wasser? Und wenn ja, warum höre ich sie dann so laut? Chat, bitte sag mir, dass ich nicht blind bin. Wo? Da hat doch gerade eine weibliche Stimme meinen Namen gerufen. You okay, boy? Okay. Im Spinnensinn sagt mir, dass hier auch niemand weiter ist. Das bringt mich nochmal auf die Idee. Wir haben ja überhaupt keine Waffe dabei, ne? Sehe ich gerade. Renn hier nackt rum. Sniper oder Shotgun? Shotgun, ne? Nervt mich übrigens auch mal jedes Mal aufs Neue, dass er die Splitter-Munition nicht auswählt. Und jetzt, ich habe auch irgendwann mal eine Waffe weggeschmissen, was total dämlich war. Bin immer lieber sehr gut bewaffnet als gar nicht. Ich brauche auf jeden Fall noch Revolver-Splitter-Munition. Ich habe nämlich vorher Pistolen-Splitter-Munition hergestellt und jetzt ist meine Pistole weg. Was halt immer super geil ist. So, starke Schlange könnte ich herstellen, das kann ich verkaufen. Giftete Wurfmesser. Indianer-Tabak. Ich hebe mir das immer in der Regel auf, weil ansonsten verkaufe ich das immer nur.
Und wir müssen jetzt noch mal ein bisschen Splittermunition herstellen. Jetzt können wir doch hoffentlich auch die Splittermunition ausrüsten. Ja. Man kann jetzt auch einfach wegnehmen. Das wusste ich vorher nicht. Ich dachte, ich muss immer die Munitionsart wechseln, aber er hat es automatisch gemacht, glaube ich. So, und wenn hier niemand ist, dann können wir auch das hier generell mal leer räumen. Also Donnerstag habe ich mich jetzt schon verabredet für Fallout, aber Sonntag wäre noch frei zum Beispiel, wenn du da kannst. Was zum Teufel? Was für ein Zeuge? Oh, da. Wo kommt er her, frage ich mich jetzt auf einmal. Deckt er sich? Hat er eine Waffe? Please, no! Ganz ruhig, Junge. You stop right where you are. You wanna hide him? You'll get one. Er will sich prügeln. Don't come any closer. Hat er denn überhaupt irgendwas Interessantes in seinem scheiß Lager? Und warum habe ich irgendwo eine Frauenstimme gehört, wenn ein Typ hier in dem Lager kampiert? Niemand weiß es. Gut, ist ja nicht so, dass es jetzt einen Unschuldigen trifft. Ich meine, wir werden ja hier schon gesucht, also... Wayne? Jeder kennt ihn, John Wayne? Aber ich weiß nicht, ob ich... Wenn er jetzt wirklich zu irgendeinem Sheriff rennt. Ne, tut er nicht. Ich wollte gerade sagen, weil ich konnte jetzt gerade keine Mission annehmen, aber jetzt geht's wieder. Ist er einfach in mein Lager geritten, by the way? Geritten, gerannt. Gott, was ist denn heute mit mir los? Ich glaube, ich muss mal mehr schlafen. Hey, Arthur. Can I have a quick word? Was ist los, Molly? Yes, Miss O'Shea. Ah, call me Molly, would you? Oh. Arthur, how is Dutch? I mean, how does he seem to you? I'm about the same as usual, I guess. I really love him, you know. But if he... Like he always says, loyalty is everything, so... Arthur! Excuse me, Miss O'Shea. What you want? I bring a gift. The great gift of information. So you got some tip-off, so now I can risk my neck and make you some money while you lounge around. You know, Arthur, bitterness, it works on the inside as well as on your sour face. If you say so, but you could go find some other fool to run your errands. Bill, come on over here. Will you be my other fool? You too, Charles. What are you talking about? Arthur's above a little stick-up I heard about. No, I'm not. You just said... Hey, I'll do it, as long as you ride with us. I got a serious medical condition. Yes, you are a compulsive liar. No need to be like that. Charles, have I ever lied to you? I hardly know you. Exactly. Now, you boys should do this. It's easy, and I'll only take a small commission for my information. But it's now or never. Then it's never. Oh, God help me. Fine. I'll do it. Well, what is it? It's a supply wagon carrying payroll, but very briefly unguarded, apparently. As it passes through a crossroads near here where there's an old ruined church before it connects with the rest of the wagon train. Very easy pickings. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. You are a sick man, Arthur Morgan. A very sick man indeed. Also der letzte Postkutschenraub, der war nicht sonderlich erquickend.
get wind of this, old man. We only been down here all of 5 minutes. Well, you boys been off fishing, playing lawman, or whatever the hell you've been doing. I've been getting down to business. Finding the nearest grog house. Hey, you don't want in on this, Williamson. That's fine by me. Do us all a favor. Head home. Just give it a rest, you two. Just have a little faith for once, will you? I've been scoping jobs like this since you fellas were knee-high. Ich wollte ihn ja nicht erschießen, aber verpfeifen konnte er mich halt auch nicht. Wenn jetzt irgendwas in der Nähe gewesen wäre, Stefan, hätte ich ihn wahrscheinlich dem Erdboden gleich gemacht, aber so. Ja, meine gute Reputation nicht verlieren. Relativ gut ist. Okay, hold up here. We should cover our faces. They'll be passing through the crossroads up ahead. When? Soon, Williamson. Christ's sakes. I should be due any time now. Let's keep this quiet and clean. Nobody needs to die here. Yo, wenn ich das schon wieder höre, dass niemand sterben muss, dann wird das wahrscheinlich wieder mega in die Hose gehen. Der hat schon wieder die Munitions... Das meine ich, er wechselt jedes Mal den Munitionstypen. There! You see, gentlemen? Just like clockwork. Stop the wagon! I said, stop the damn wagon! Whoa! Ich reite einfach mal unbeteiligt hinterher. Don't try anything stupid! And we won't do anything unkind. You know, boys, I don't want to get shot, but this is a mistake. I work for Cornwall Kerosene and Tar, Mr. Leviticus Cornwall. Oh, great. So you know him? Who doesn't? I hear he's rich enough to share the wealth around and not miss it too much. Oh, der Einzige, der keine Waffe in der Hand hat. Okay, why don't you check out around the back? Arthur, help me out here. Das ist nicht mal ein richtiger Lohnwagen, es ist einfach nur. War gut das Geld dabei, aber. Die letzte Rutsche, die ich überfallen habe, war reicher gesegnet. Oh, great. Let's go! Arthur, let's go! Yeah! Dass sie sich mit richtigen Namen anreden. Vor allem, wenn man die abhängen will, warum reitet man dann auf der Straße? Bleibt zusammen, dann sind wir doch ein besseres Ziel. Ach du Scheiße. Können wir uns jetzt wehren, oder? Keine unnötigen Toten. Wir bleiben halt echt die ganze Zeit auf diesem Scheißweg, ne? Gute Idee. Total unauffällig. Let's get out of sight. Stay until dark, then we'll sneak out of here. Charles, you keep watch for now. Sure. Well, we get some rest.